Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake, ihr seid mein Publikum und Eats Munchies ist das Spiel, um das es geht. Wir sind schon relativ weit gekommen. Wir sind bereits im Windy Peaks, einem Level, was erst nachträglich durch die Entwickler nachgereicht wurde, weswegen es in vielen Let's Plays und Komplettlösungen über Eats Munchies derzeit noch nicht auftaucht. Das heißt, weltexklusiv mit mir, Max Snake, seid ihr in den Windy Peaks unterwegs. Schleim, 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 alles klar. Gut, neuntes Level, Eats Munchies. Und wir sind in den letzten Leveln ja schon mit diesen merkwürdigen Plattformen hier vertraut gemacht worden. Und ich würde jetzt so mal rein aus dem Gefühl heraus behaupten, dass wir diese hier nur laufen können, wenn er Angst hat. Ergo wird er ich sehe das Problem. Seht ihr das Problem auch? Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass wenn wir ihm die Zwiebel, die wir hier haben, hier hinsetzen, kann er durchlaufen. Wenn wir ihm die Zwiebel hier nicht hinsetzen, wird er springen. Und dann wird er wahrscheinlich hier unten landen. Wir können hoffen, dass er dann hier zurückspringt. Wir probieren das einfach mal aus. Wir setzen ihm die Zwiebel nämlich hier hin, damit er hier hinten nicht runterfällt. Damit er aber trotzdem das Ding sie kriegt. Hier wird er dann zurückgehen, hier hochgehen. Und ich behaupte jetzt einfach mal. Behaupte ich denn mal? Nee. Ich behaupte einfach mal, wir setzen ihm das hier hin. Schlunk. Und hier oben. Setzen wir eben das hin und flunk, lalala, Kuchen. So. Das ist natürlich nicht hilfreich, wenn Klein Eats als erste Aktion die blöde Zwiebel runterschmeißt. Nochmal. So. Aber das klappt doch eigentlich so ziemlich genau, wie wir uns das vorgestellt haben. Er hat sein erstes Stück Kuchen, kann jetzt hochlaufen. Hat jetzt sein zweites Stück Kuchen. Läuft weiter hoch. Laufe, kleiner Eats. Laufe. Jetzt ist er stinkig. Jetzt wird er springen. Kitschang. Jetzt wird er sein Dings essen. Genau. Jetzt muss er da nämlich rüberspringen. Oh Gott, das klappt ja wie am Schnürchen hier. Ich bin ja selber beeindruckt von mir. Und damit haben wir die Torte. Und ein vollständig gelöstes Level. Weiter geht's. Ich habe ein weiteres Mystery-Puzzle freigeschaltet. So. Was haben wir denn als nächstes? Ein schwarzes Loch. Was im schwarzen Loch passiert, bleibt im schwarzen Loch. Ach je, da bin ich ja mal total gespannt, wie so ein schwarzes Loch funktioniert. Ach, okay. Ja, ne? Das klingt doch so wie McSchnacke setzt da mal so ein Dings hier hin. Und McSchnacke mal da so ein Pepper hin. So. Die Idee ist nämlich jetzt, genau. Ist einfach nur nicht zu hoch springen. Hervorragend. Hat er nicht gemacht. Und da ist die Torte. Und das war's auch schon. Hat einer von euch das dritte Tortenstück gesehen? Huch, muss wohl weggelaufen sein. Sei's drum. So. Ich traue dem Frieden nicht.
Okay. Hier oben haben wir eine Pepper, hier oben haben wir eine Onion. Bin jetzt einfach mal ganz vorsichtig und behaupte, dass wenn eines davon hier runterfällt oder beides, das Level nicht zu schaffen ist. Das heißt, wir definieren, dass dieser komische Vogel hier auch andere Dinge einsaugt, außer nur Eats. Und los. Das ist ja quasi, oh mein Gott, geschafft. So. Wir schaffen es zwar nicht, die Kiste nochmal voll zu machen, aber das soll uns auch nicht weiter stören. Wir wollen ja schließlich nur erstmal durch Eats Munchies durchkommen. Oh je. Also er startet hier oben als ärgerlich. Springt, fällt runter, rennt hier hin, springt, wird eingesogen oder so. Kann das sein? Ja, ich denke schon. Also müssen wir eben quasi hier so ein Dings hier irgendwo hinstellen, damit er gar nicht erst auf die Idee kommt zu springen. So, wie viel bleibt uns anderes übrig, als es einfach mal zu versuchen? Ha, das war jetzt nicht so erfolgreich. Also, wir brauchen das Ding ganz klar hier. Und dann müssen wir im Endeffekt den Fan steuern, damit die Zwiebel aufgefressen wird, aber einer der Cupcakes rübergeschossen wird. Das versuchen wir jetzt mal. Zwiebel weg, Cupcake rüber. Yay, 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 alles geschafft, wir sind so gut. Ich bin so gut. Ihr seid so gut beim Zugucken. Weiter geht's. Das war's schon mit den Windy Peaks. Liebe Leute, das war ein Heidenspaß. Und das nächste Mal in Mystery sehen wir uns wieder zu den letzten Leveln der Eats Munchie Beta. Ich freue mich drauf. Bis dahin, zockt viel, zockt schön. Und wir sehen uns. Euer MaxNack. Ciao.